Warum ist Australien so schrecklich leer? Warum sind so viele Bereiche des Ozeans bis heute unerforscht? Ist unser Planet eine perfekte Kugel? Und war die Erde einst eher lila statt grün? Ich wette, diese Fakten über unseren Planeten kennst du noch nicht, also finden wir es heraus. Australien ist wirklich riesig. Um es besser zu veranschaulichen, Australien ist fast so groß wie ganz Europa. Mit gerade mal 26 Millionen Einwohnern gehört es aber zu den Ländern mit der geringsten Bevölkerungsdichte, gerade mal 3 Menschen pro Quadratkilometer. Damit liegt Australien nur an 55. Position der am meisten bevölkertsten Länder, während es aber das 6. Land ist. Warum ist es größtenteils unbewohnt? Vielleicht, weil unter jedem Stein ein giftiges Tier lauert? Für mich auf jeden Fall Argument genug, um Australien fern zu bleiben. Aber es gibt einen anderen Grund. Wegen der Trockenheit leben 85% der australischen Bevölkerung innerhalb eines 50 Kilometer breiten Streifens entlang der Küste. 80% davon leben an der Ostküste, wo es häufiger regnet. Obwohl ein Mangel an Niederschlägen nicht zu leugnen ist, gelten nur 20% als unbewohnbare Wüste und etwa 40% genügen nicht den menschlichen Ansprüchen. Der Wasserverbrauch liegt tatsächlich über der durchschnittlichen Jahresniederschlagsmenge. Aber es gibt eine uralte Wasserquelle tief unter der Erde, die eine deutlich größere Population versorgen könnte. Dieses Reservoir gehört zu den größten unterirdischen Süßwasservorkommen der Welt. Das große Artesische Becken umfasst unglaubliche 1,7 Millionen Quadratkilometer. Das ist etwa ein Fünftel der Gesamtfläche Australiens. Es enthält ausreichend Wasser, um die komplette Erde einen halben Meter tief mit Wasser zu bedecken. Anders ausgedrückt, genug Wasser, um 1.500 Jahre lang den Durst aller Australier zu stillen. Nur 6,5% des australischen Bodens sind landwirtschaftlich nutzbar. Das klingt erstmal nach nicht viel. Aber du vergisst, Australien ist verdammt groß. Dieser kleine Anteil entspricht der Fläche von Frankreich. Mit dieser Menge an Farmland kann Australien seine Bevölkerung problemlos ernähren. Vielmehr werden 70% der landwirtschaftlichen Produktion exportiert. Wenn also genügend Land, Nahrung und Wasser verfügbar sind, warum leben dann dort so wenige Menschen? Der Grund ist ein nur langsam voranschreitender Migrationsprozess. Zunächst lebten hier ausschließlich Menschen aus Großbritannien. Dann öffnete man die Grenzen für Europäer. Diese Beschränkung galt bis 1973. Man möchte meinen, 200 Jahre reichten aus, um das Land zu bevölkern, aber Australien ist eben auch weit weg. Aufgrund der Risiken und Kosten einer so langen Reise bevorzugten viele Europäer die deutlich kürzere und günstigere Option, nach Kanada oder in die USA auszuwandern. Seit etwa 2000 Jahren ist der Menschheit bewusst, dass die Erde rund ist. Aber hast du gewusst, dass sie keine perfekte Kugel ist? Durch die eiernde Rotation der Erde verändert unser Planet permanent, wenn auch äußerst langsam, seine Größe. Nord- und Südpol sind erstaunlich flach. Die Erde entspricht eher einem zusammengedrückten Ball. Stell dir vor, eine gigantische Hand würde sie an den Polen zusammenquetschen. Durch diesen Druck wölbt sich der Äquator nach außen. In Kombination mit dem ungleichmäßigen Gravitationsfeld kommt es zu unzähligen Schwerkraftanomalien, die eine unebene, felsige und holprige Oberfläche verursachen. Manche Regionen der Erde stehen unter dem Einfluss einer höheren Schwerkraft als andere. Stellst du dich am Äquator auf die Waage, wiegst du 0,5% weniger als an den Polen. Das ist allerdings keine Reise wert, um dein Übergewicht in den Griff zu bekommen. Wolltest du die Länge vom Erdkern zum entferntesten Punkt auf der Oberfläche messen, wärst du überrascht, dass du nicht am Mount Everest landest. Dieser Punkt befindet sich nämlich am nach außen gewölbten Äquator. Der Gipfel des Chimborazo in Ecuador ist am weitesten vom Mittelpunkt der Erde entfernt. Bis heute sind 80% des Ozeans noch unerforscht. Das ist kaum vorstellbar, wenn man bedenkt, wie viel unseres Sonnensystems wir bereits kartiert haben.
Trotzdem sind uns viele unfassbare Details der Weltmeere bewusst. Sie bedecken 70% der Erdoberfläche, 94% aller Tiere leben im Ozean. Ein gewisser Teil eben dieser Lebewesen produziert bis zu 80% des Sauerstoffs in unserer Atmosphäre. Vorrangig sind das Plankton, Algen und Bakterien. Einer der am besten untersuchten Orte ist der Marianengraben. Er ist mit 11.000 Metern Tiefe der tiefste Punkt der Erde. Das entspricht der fünffachen Länge des Grand Canyons und ist tiefer als der Mount Everest hoch ist. Hier finden wir außerdem eine der ältesten Bodenformationen. Sie liegt dort seit etwa 180 Millionen Jahren. Der Druck am Grund beträgt über 1000 Bar. Doch obwohl der Druck tausendmal höher als auf Meeresniveau ist, gedeihen dort Lebewesen. Im gesamten Ozean liegen geschätzt 3 Millionen Schiffswracks. Unzählige Artefakte schlummern unberührt in den finsteren Tiefen, vermutlich mehr als in allen Museen der Welt zusammen. Der Mittelozeanische Rücken ist mit 65.000 Kilometern die längste Gebirgskette der Welt und fast 10-mal länger als die längste Gebirgskette an Land, die Anden. Der Ozean ist wegen der Sonne blau. Die Färbung ist keine Reflexion des Himmels, obwohl der aus demselben Grund blau ist. Die Oberfläche unseres Planeten empfängt weißes Licht von der Sonne und absorbiert die orangen, roten und gelben Anteile am stärksten. Das blaue Licht hingegen wird größtenteils reflektiert, dadurch nehmen wir das Wasser blau wahr. Natürlich ist der Farbton auch von der Sauberkeit des Wassers abhängig. Ist das Wasser voller Schlamm und Algen, wird das Licht gestreut und das natürliche Blau des Wassers wird getrübt. Es gibt viele Faktoren, die beeinflussen, in welchen Farben wir unsere Welt wahrnehmen. Kannst du dir vorstellen, dass unsere Erde, bevor sie grün wurde, lila war? Chlorophyll absorbiert vorrangig blaues und rotes Sonnenlicht und reflektiert den grünen Wellenlängenbereich. Vor sehr langer Zeit bevölkerten Mikroorganismen, die wir als retinal bezeichnen, die Erde. Sie absorbierten das grüne Licht und reflektierten das rote und violette Spektrum. Diese Mikroben hatten eine simplere Struktur und konnten daher unter den sauerstoffarmen Bedingungen der frühen Erde besser gedeihen. Doch Chlorophyll ist deutlich effektiver. Im Laufe der Zeit verdrängte es die anderen Varianten. Stell dir mal vor, wie unsere Erde vor Milliarden Jahren wie ein violetter Punkt geleuchtet haben muss. Ich frage mich, ob wir wohl auch hätten lila werden können. Vermutlich nicht. Der größte Baum der Erde ist ein Riesenmammutbaum namens General Sherman. Mit seinen 85 Metern Höhe überragt er sogar ein 26-stöckiges Gebäude. Man nimmt an, der Baum sei 2700 Jahre alt. Sein Umfang beträgt 25 Meter und er wiegt unglaubliche 1800 Tonnen. Das ist gewaltig. Aber er ist nicht das schwerste Lebewesen auf der Erde. In Utah wächst ein Wald namens Pando, der aus einem einzigen Individuum besteht. Das umfassende Wurzelsystem verbindet alles miteinander. Aus ihm ragen ca. 47.000 Stämme in die Höhe. Pando wiegt etwa 6.000 Tonnen und ist 80.000 Jahre alt. Damit ist es das älteste uns bekannte lebendige Lebewesen. Und welches Lebewesen nimmt die größte Fläche ein? Vor der Küste Westaustraliens gedeiht ein Seegras in unglaublicher Größe. Das Neptungras, Posidonia australis, wächst dort seit 4.500 Jahren und breitet sich über unterirdische Triebe aus. Sie alle sind miteinander verbunden und teilen sich ein und dieselbe DNA. Es bedeckt eine Fläche von sagenhaften 200 Quadratkilometern. Das entspricht 28.000 Fußballfeldern oder der Fläche von Nebraska. Und es hört nicht auf zu wachsen. Jedes Jahr rückt es einen halben Meter voran. Die Ausmaße dieses gigantischen Individuums sind schwer fassbar. Und jetzt stell dir vor, das ganze Ding wäre lila.